Ich habe ja auch relativ laute Künstler, die dann wirklich losbrüllen, teilweise auch, und dann hört man erst, wie dieser Raum klingt. So. Seit 2010 lade ich in meine private Küche Künstler ein, die mir persönlich gefallen, und die spielen dann bei mir zwei, drei Lieder. Und ich filme das dann und stelle das dann bei YouTube auf meinem Kanal. Man kommt erstmal an und dann trinkt man vielleicht erstmal einen Kaffee und meistens ist ja so viel Zeit da, dass man das auch nicht so hetzen muss. Irgendwann ist dann immer so ein Punkt, wo die Leute dann Lust haben, Musik zu machen, und das merkt man dann einfach. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories. Oh, 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 oh. Also ich habe angefangen mit befreundeten Bands und dann haben wir einfach mal die Kamera mitlaufen lassen, ohne uns groß da was beizudenken. Danach kamen dann sozusagen meine Anfragen, wo ich mich getraut habe, mal den Spaceman Zwölf anzufragen oder mal den Wolfgang Müller oder Gisbert zu Knüpphausen und so. Ja, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, so 3 bis 4 Mal im Monat. Und habe auch jetzt schon 2 CDs davon rausgebracht und 2 Festivals veranstaltet. Ich lade mir halt die Künstler ein, die es wirklich drauf haben, und kann die quasi gut in Szene setzen. Und das macht mir sehr viel Spaß. I'm drowning in, I cannot swim in memories, memories.